Bastelzeit und yay, endlich, ich habe wieder Hardware vor der Nase, die nicht irgendwo fertig war, sondern endlich mal wieder dazu gekommen, selber was zu bauen. Ich hatte es ja schon angedroht. Ich hatte da vor einigen Folgen mal einen USB-Tester gezeigt, mit dem ich nicht zufrieden war und habe da möglicherweise gesagt, das müsste besser gehen. Also versuchen wir das mal auch besser zu machen. Joa. Das hier ist jetzt der erste Teil. Ich habe hier mal aus verschiedenen Teilen des Schallplans das irgendwie jetzt gerade zusammenkopiert, um den Teil zu zeigen, den wir heute machen. Und zwar geht es darum, die CPU erstmal ans Laufen zu kriegen, also die Logik. Und ja, darum soll es dann heute entsprechend gehen. Fangen wir mal an mit der CPU selber. Hier steht es ja schon, STM32F302. Den habe ich mir ausgesucht. Wenn wir uns das hier angucken, das ist ein Mixed-Signal ARM Cortex-M4 Prozessor mit einer FPU und DSP-Instructions, 72 MHz. Ehrlich gesagt, Hauptgrund dafür war eher so ein bisschen der Preis. Ist allerdings ein paar Sachen drin, die ganz cool sind. Ja, wenn wir hier mal grob drüber gucken, wir haben ein bisschen Comparator drin, wir haben Op-Amps drin, DACs drin, das ist alles Zeugs, was ich wahrscheinlich eher nicht nutze, jedenfalls nicht in der ersten Generation. Auch ansonsten ADCs 12-Bit und 144 MHz Motor-Control-Timer, also der Timer kann anscheinend schneller laufen als die CPU. Und das Ganze noch mit USB und CAN-Kommunikation. So. Als nächstes haben wir dann offensichtlich einen Fehler, weil hier steht etwas, die laufen von 2 bis 3,6 Volt. Das stimmt zwar, aber STM32F302. Okay, naja. Wenn wir dann hier weiter runter gucken, dann sehen wir auch so die Size, wo das Ganze rum ist. Und ich glaube, ich habe den CB, wenn ich richtig im Kopf habe. Der hat dann 128 Kilobyte Flash, 32 Kilobyte RAM. Und das Ganze in einem 48-Pin. LQFP-Gehäuse. So, das ist alles nicht unbedingt eine leistungsfähige CPU, aber wie gesagt, eine günstige CPU. Ich glaube, ich habe irgendwie so 1-2 Euro dafür bezahlt pro Stück und das ist akzeptabel. Jetzt stellt sich natürlich der ein oder andere die Frage, wieso habe ich mir hier einen STM32 geholt? Normalerweise bin ich ja auf meinem Kanal eher jemand, der viel macht mit ESPs oder auch früher mit AVRs. Naja, Logik ist relativ einfach. Ein ESP, 8266 zumindest, der hat nicht genügend Pins für das, was ich vorhabe. ESP32 wird auch schon knapp und ich brauche hier kein WLAN. Dann holen wir den hier, der hat noch ein paar andere wunderschöne Dinge drin, wo ich weiß, dass sie da mir zugutekommen können. Und ganz ehrlich, ich habe noch nie groß mit den STM32 gearbeitet, also probieren wir mal, ne? Ein bisschen Herausforderung schaffen. CPU also schon mal grob geklärt und was wir außenrum haben, was hier zu sehen ist, das ist so ein bisschen Stromversorgung, ein bisschen I.O. und das war's eigentlich. Und das ist das, was ich heute ans Laufen kriegen will. Also fangen wir mal an. Was haben wir denn Schönes bei einem STM32? Für die, die damit noch gar nicht gearbeitet haben. Wie gesagt, viel habe ich nicht damit gemacht, aber ich habe schon mal so einen Blue Pill, heißen die zum Beispiel. STM32F103, glaube ich, war das. Also ein bisschen kleinere Version davon. Mit denen habe ich schon mal ein bisschen rumgespielt. Aber halt noch nichts selber groß damit entwickelt. Was wir hier haben, wir haben einmal NRST, das ist ein Reset. Das heißt also, über den können wir den Controller zurücksetzen. Das mache ich mir auch direkt zunutze. Das Ganze ist hier über einen Pull-Up auf High gehalten und über einen Taster kann ich ihn auf Ground ziehen. Das Ganze nochmal ein bisschen entkoppelt und so kann ich dann jederzeit das Ding hier zurücksetzen. Ich glaube, der Widerstand hier ist eigentlich überflüssig. Ich meine, die STM32 haben sowas onboard, dass sie direkt in die richtige Richtung gezogen werden. Aber sicher ist sicher, eine Position kostet nichts und im Zweifelsfall der Widerstand auch nicht. Lieber einen zu viel bestückt als zu wenig. Das nächste, Boot 0. Damit kann man den Boot-Modus auswählen. Denn das ist eine wunderschöne Sache hier von den STM32. Die können nämlich in den Boot-Modus versetzt werden. Das heißt, wenn man beim Einschalten den hier in die richtige Richtung zieht, dann ist das ähnlich wie beim ESP8266. Die gehen in einen entsprechenden Programmiermodus, wo man dann die Daten über verschiedene Schnittstellen reingeben kann. Auch den
habe ich ähnlich aufgebaut, werde in dem Fall über einen Widerstand auf Ground gehalten. Das ist die Standardeinstellung. Und über einen Taster kann ich dann hoch machen. Das heißt also, wenn ich resetten möchte und in den Boot-Modus will, dann kann ich den Flash-Taster drücken, einmal kurz Reset drücken und dann fährt er entsprechend in den Flash-Modus, kann beide wieder loslassen und das Ding fleißig programmieren. Als nächstes PF0, PF1, da hängt ein 8 MHz Quarz dran, einfach um den Systemtakt herzustellen. Die 20 Picofarad sind wahrscheinlich nicht ideal, aber die lagen hier noch rum. Deswegen hatte ich mir die gewählt. Eigentlich auch nicht nötig, das Ding hat einen internen Quarz, aber nee, externer Quarz zur Sicherheit mal bestücken. Im Zweifelsfall kann man immer noch weglassen, wenn man nicht benutzen möchte, kann man dann in der Software umstellen. Nee. Sache ist, ich habe halt ein paar Sachen, die zeitkritisch sind und ich weiß nicht, wie gut die internen Oszillatoren sind, ob die ausreichend stabil sind, um diese Schnittstellen da zu befeuern. Den Rest können wir ganz schnell abhaken. Hier haben wir nämlich jede Menge Zeugs, was einfach nur GPIO ist. Und die habe ich alle hier auf globalen Label in dem Fall. Die gehen einfach auf Pinleisten oder andere Peripherie, die wir uns aber in dem Video hier großteils nicht angucken werden. Ein paar Sachen werde ich noch erwähnen. Und zwar, was hier unter anderem dabei ist, das ist einmal der hier. Die beiden Pins, PA9 und PA10, das ist ein UART, also eine serielle Schnittstelle. Die habe ich entsprechend hier auch auf einen Header rausgeführt. Warum? Naja, zum einen, da können wir Debug-Protokolle mitsprechen, wenn wir wollen. Und zum zweiten, wenn wir im Boot-Modus sind, können wir über den UART programmieren. Das kann schon mal hilfreich sein. Ist aber etwas, was ich wahrscheinlich nie benutzen werde, wegen den beiden hier. PA13, PA14, SWDIO und SWCLK. Das ist, nennen wir es mal, ein Systeminterface, was speziell für die STMs ist. Auch das habe ich hier entsprechend rausgezogen und man sieht es schon, Proc. Über diese Schnittstelle kann man verschiedene Sachen machen, die ganz lustig sind. Im Boot-Modus können wir hier hingehen und über die beiden Pins Daten reingeben. Das heißt also auch das Ding programmieren. Im Prinzip nichts anderes wie bei UART auch. Aber das Ding hier ist ein bisschen näher am System und damit kann man noch schöne Sachen machen. Und zwar kann man damit Live-Debugging machen. Das heißt, wenn man eine Software hat, die es unterstützt, kann man im Code sagen, hier an der Stelle von meinem Code halt mal an und dann hält er da an, wenn er vorbeikommt. Und dann kann man sich angucken, was in den ganzen Variablen drin steckt. Halt wunderschönes Debugging ohne jedes Mal irgendwie, wie heißt es schön, Print-Based-Debugging, ohne jedes Mal hinzugehen und die ganzen Variablen, die man gerade so sehen will, auf der seriellen Schnittstelle oder ähnlichem auszugeben. Also auch das sehr praktisch. Was haben wir noch? Eins, was wir gleich hingehen, weil das wird komplizierter. Und eins, wo wir jetzt hingehen, hier oben die drei Pins, relativ einfach, LED, RGB. Die kommen hier unten wieder raus und ich habe eine RGB-LED, die dann entsprechend hier dranhängt. Ihr habt Vorwiderstände und der Minuspol, der geht direkt auf die Pins vom Mikrocontroller. Normalerweise macht man das eher nicht wegen dem Strom, aber ich hatte geguckt, die LEDs hier, die dürften mit dem Strom überschaubar sein. Und wir können hier bei dem STM32 pro Pin 25 mA und am Chip komplett 150 mA als Sync machen. Das heißt also gegen Ground ableiten. Und das ist für HD-LEDs in dem Fall ausreichend. Kann ich mir ein bisschen was sparen. Gut. Das Letzte, was ich übersprungen habe, sind die beiden Pins hier. D-D+. Der eine oder andere hat es vielleicht schon erspäht. Hier der Controller hat einen USB-Anschluss direkt mit drin. Das heißt, wir brauchen keinen externen USB-Seriell-Wandler oder sowas, sondern wir können einfach USB auf die beiden Pins geben und dann können wir bis USB, ich glaube USB 2.0, mit dem Ding sprechen. Bonusrunde, wenn meine Maus aufhört zu springen. Dieses USB kann bei jeder Generation, die 302, die ist relativ neu, auch im Bootloader benutzt werden. Das heißt also, wenn ich hier in den Boot-Modus gehe, dann kann ich einfach per USB eine neue Firmware draufschieben und brauche kein externes Programmiergerät. Das heißt also, kein externer Chip, kein externer Adapter, nichts, einfach nur USB-Kabel einstecken und programmieren. In der Theorie, wer gut ist, der findet gleich auch direkt den ersten Fehler, den ich hier in der Schaltung gemacht habe. Ich habe es dann auch gemerkt, da kommen wir aber später zu. Gut. Nachdem wir jetzt hier die rechte Seite im Prinzip komplett haben, wir wissen ja, was der Programmierport macht, wir wissen, was der UART macht und wir wissen, wie die LEDs hier funktionieren, würde ich sagen, gehen wir mal nach links.
Da haben wir noch ein paar andere Sachen. Und zwar hier unten erstmal so ein bisschen Netzteil-Fu. Haben noch einen Taster, der einfach an einem GPIO hängt. Den können wir erstmal ignorieren. Das ist einfach nur, wenn ich den in der Software benutzen will. Aber hier wird es interessanter. Und zwar, wir kriegen eine VCC rein. Das sind 5 Volt von einer USB-Buchse. Die laufen über einen größeren Elko in dem Fall. Okay, ich glaube, ich habe einen Kerko am Schluss hingemacht, aber ist auch mal egal. Größerer Kondensator, kleinerer Kondensator, hat einfach damit zu tun, größere Kondensatoren können mehr speichern, reagieren aber nicht so schnell. Kleinere Kondensatoren reagieren schnell, können nicht so viel speichern. Wenn man beide hinsetzt, hat man das Beste aus beiden Welten. Das Ganze geht in einen LM1117, 3,3 Volt. Die dürften die meisten von euch kennen. Das ist so der Standard 3,3 Volt Linearregler, der quasi überall verbaut wird. Also auch zum Beispiel bei vielen Development Boards, so ESP8266, 32er glaube ich teilweise auch. Er ist sehr verbreitet, er ist nicht gut, er hat einen extrem hohen Standby-Verbrauch, also Quiescent Current, wie auch immer man es ausspricht. Aber das hier gibt, wie gesagt, einen USB-Tester, der wird jetzt eher kurz angeschlossen sein, von daher reicht. Das Ganze wird am Ausgang nochmal gepuffert und dann geht es in Richtung Mikrocontroller. Der hat nochmal selber hier oben so eingezeichnet, die 100er Standard. Das Ding hier hat halt mehrere Pins, wo Spannung reingeht und die werden dann alle einzeln mit einem Kondensator noch versehen, genauso bei Ground. Und so geht das dann entsprechend, dass der hier relativ gut entkoppelt ist und sauber läuft. Und für die Kondensatoren gilt auch dann wieder, ne, weglassen kann man es immer noch. Und ich mache hier etwas für mich und nicht als Produktion, wo es wirklich darum geht, da jeden Cent zu sparen. Ich gebe zwar ungern Geld aus, aber bei einem Kondensator daran soll es nicht scheitern. Das heißt, wir haben jetzt den Eingang 5 Volt von USB, wir haben den Ausgang 3,3 Volt. Die kriegen beide jeweils noch eine kleine LED. Das ist alles nicht ideal. Hier sind die gleichen Widerstände. Das heißt, also die 5 Volt wird heller leuchten als die 3,3 Volt. Aber stört mich jetzt nicht so. Ich habe es jetzt erstmal hier so eingezeichnet, weil ich versucht habe, die unterschiedlichen Widerstände ein bisschen im Griff zu halten, dass ich nicht zu viel Unterschiedliches mache. Das macht es für mich einfacher, wenn ich die aus der Kiste graben muss. Und wenn man es mal fertigen lassen wollen würde, ist es halt auch meistens günstiger. Fehlt nur noch eins, und zwar der obere Teil hier. Das ist eine USB-C-Buchse. Und USB-C ist heute ja sehr verbreitet. Es ist leider nicht so dolle zu löten für Bastler. Also ohne Reflow geht da nichts. Das Ding kann man nicht mit dem Lötkolben festmachen. Braucht man schon eine Heißluftstation, aber wird schon passen. USB-C brauche ich am Ende auf anderen Stellen vom USB-Tester, deswegen hatte ich hier die Buchse schon. Wenn ihr selber etwas baut, was nicht so kompliziert sein muss, es gibt teilweise auch Bauformen, die USB-C haben, aber dann nur die USB-2-Pins, die sind teilweise auch mit dem Lötkolben noch zu meistern. Das kann eventuell dann auch mal eine Option sein, dazu zu greifen. So, hier haben wir auch wieder eine Menge Sachen, die wir uns angucken können. Das erste, die hier RX1, TX1, RX2, TX2 sind USB 3-Pins, die sind einfach nicht angeschlossen. Das heißt, die fallen hier in dem Fall weg, brauchen wir nicht. Auch die SBU, das ist glaube ich der Side-Channel, ich müsste nachgucken, ich blende es unten ein. Irgendein Kram, den wir nicht brauchen, fällt also auch weg. So. Was haben wir noch? Naja, die Stromversorgung natürlich. Wir haben hier oben V-Bus, da kommen unsere 5 Volt rein. Die jage ich erstmal durch eine Sicherung, irgendein PTC oder so. Ist auch hier wieder Footprint hinmachen, kann man bestücken, kann man überbrücken. Mal gucken, eine Diode als Schutz gegen Verpolen. Auch die, mal gucken, eigentlich ist es unnötig. Und von da aus VCC geht es halt hier unten auf den Block, den wir eben gesehen haben, mit dem 3,3 Volt Regler. Der Ground geht ebenfalls direkt auf Ground und entsprechend dann überall hin. Was eventuell der einen oder anderen hier auffallen dürfte, Shield ist nicht verbunden. Das sollte man auch eigentlich nicht. Die äußere Hülle von so einem USB sollte eigentlich immer nur auf der Host-Seite verbunden sein, also eurem PC oder so. Ich habe es entsprechend hier mal nicht verbunden. In der Praxis macht es meistens nichts aus, aber ich habe schon irgendwie mir ein paar
was waren's? Ich glaube, es war ein Raspberry Pi oder so gegrillt, weil bei Raspberry Pi hatten sie es verbunden und dann hatte ich halt irgendwie an meinem Netzteil einen anderen Shield als auf einer Netzwerkkarte, einem Netzwerkkabel, was geschirmt war und dann floss da plötzlich Strom über den Raspi und das mochte der nicht. Na gut. Stromversorgung geklärt. Gehen wir noch hier oben hin. Da haben wir erstmal D-D+. Das sind unsere USB-2-Leitungen. Normalerweise gibt es nur einen D- und einen D+, aber USB-C lässt sich ja in beide Richtungen einstecken, deswegen gibt es auf jeder Seite einen entsprechend Minus und Plus. Die sind einfach zusammengeführt, entsprechend, dass Minus und Plus immer das gleiche ist, egal ob man Vorder- oder Rückseite hat, zumindest in der Theorie. Und von da aus geht es im Prinzip direkt Richtung Controller. Man sieht ja hier Minus Plus, das ist das, was hier hinten wieder rauskommt. Ich habe jetzt noch ein 22 Ohm dazwischen gemacht. Bin mir nicht sicher, ob gute Idee oder schlechte Idee. Es kann sein, dass die 22 Ohm das hier ein bisschen aus der USB-Spezifikation kegeln. Im Zweifelsfall gilt auch hier, naja, man kann es im Notfall brücken. Last but not least, CC1, CC2. Das sind die Konfigurationskanäle. Auch da brauchen wir normalerweise nur einen, aber die dürfen wir nicht zusammenschließen, weil das macht dann irgendwelche komischen Dinge. Die brauchen aber oder sollten haben einen 5,1 Kiloohm Widerstand. Ja, 5,1 Kiloohm, nichts groß drüber oder drunter. Und das hat auch einen Grund. Und zwar, diese Konfigurationskanäle sagen unserem Host, also zum Beispiel dem PC, was das hier für ein Gerät ist. Normalerweise wird da ja Daten hin und her geschickt und Logik und bla und fu. Die 5,1 Kiloohm Widerstände, die sind aber so ein, nennen wir es mal, Dummheitsmodus. Damit sagen wir dem Host oder zeigen dem Host an, hier, ich bin ein Gerät, was keinerlei Logik in die Richtung hat, aber ich hätte gerne 5 Volt. Die Widerstände werden teilweise gerne mal weggelassen, aber das kann je nachdem wehtun. Zumindest je nachdem, was man anschließt. Wenn wir in die USB-Buchse ein Kabel einstecken, was USB-C auf A ist, also auf den klassischen viereckigen USB-Anschluss, dann klappt alles, einwandfrei. Wenn wir ein USB-C auf USB-C-Kabel holen und das in den Rechner stecken, klappt es in den meisten Fällen auch einwandfrei. Wenn wir aber zum Beispiel irgendeine Powerbank holen oder ein USB-Netzteil und dann USB-C auf C-Kabel nutzen, naja, dann sieht die Powerbank oder das Netzteil gar nicht, dass hier ein Gerät dran ist. Und wenn wir die weglassen würden, würde die Powerbank oder das Netzteil gar nicht angehen. Deswegen entsprechend hier diese beiden Widerstände. Die sind so in der Spezifikation vorgesehen. Und wie gesagt, die möchte man auch immer, wenn man Strom haben möchte, dann auch anschließen. Selbst wenn man jetzt keine Datenleitung benutzen möchte, sondern einfach nur eine USB-C-Buchse für Strom benutzen möchte, bitte Widerstände bestücken. Da kommen im Übrigen auch die 5,1 Kiloohm her, die ich dann hier wieder recycelt habe, weil, hey, selber Wert, passt schon. Gut, ich denke, damit haben wir hier mal den Plan, den ich da zusammengeklickt hatte, soweit durchgegangen. Wie gesagt, es ist ein Fehler drin. Wer jetzt schon weiß, was es ist, darf es gerne in die Kommentare schreiben und kann sich einen Keks nehmen. Die anderen dürfen dann gleich, wenn ich meine Schmerzen kriege, rausfinden, was es war. Aber bevor wir irgendwas rausfinden, ne, vor der Arbeit kommt die Arbeit, also mal ein Griff in die wunderschöne Kiste hier, die passenden Bauteile rausgesucht und dann in einer Timelapse, die selbstverständlich in Originalgeschwindigkeit abläuft und keinesfalls irgendwie beschleunigt wurde, hint, hint, nudge, nudge, kommen dann die groben Bauteile, die ich eben gezeigt habe, auch auf die Platine drauf. Ich mache mal einen Stern dran, denn ein paar Sachen hatte ich nicht da. Insbesondere die Diode und die Sicherung hatte ich nichts. Habe ich irgendwas Ähnliches geholt. Das muss erstmal reichen, auch wenn das jetzt eventuell nicht so schön aussieht. Etwas Probleme hatte ich mit der USB-C-Buchse. Die USB-C, der hat halt wie gesagt ein paar mehr Pins. Das führt hier dazu, dass wir zwei Reihen haben. Wir haben einmal die Pins ganz hinten, wie bei einer üblichen USB-Buchse, wie früher Micro-USB oder so. Aber wir haben auch eine Reihe unten drunter und ne, unten drunter kommt man nicht mit dem Lötkolben dran. Heißt dann Heißluft. Habe ich auch gemacht. Problem an der Sache ist, naja, zu dem Zeitpunkt, wo das Lot dann angefangen hat zu schmelzen, sah die Buchse hier so aus. Ja, wenn der Steg innen drin so krumm schon hängt, weil das Plastik geschmolzen ist, dann klappt das nicht mehr ganz so gut. Aber versuchen wir es mal. Vielleicht haben wir ja Glück, weil rein geht das Kabel noch.
Braucht ein bisschen mehr Gewalt beim Reindrücken, aber vielleicht hat es ja Kontakt. Und so sieht dann der Schritt Nummer 1 schon mal aus. Das erste, was ich teste, das ist die Spannungsversorgung. Hier haben wir ja unseren Linearregler auf 3,3 Volt. Mal gucken, ob der unter den Lebenden ist. Das heißt, ich gehe mal mit 5 Volt da rein. Und dann gucken wir mal, da müssten eigentlich hier beide LEDs angehen. Gerade mal eine Ground suchen und Strom an. Wow, okay. LEDs sind beide an, einmal rot, einmal blau. Ich hatte keine Ahnung, ich habe random aus der Packung gegriffen. Dies ist schon mal ein guter Start. Das heißt, wir haben am Eingang die rote LED 5 Volt und am Ausgang die blaue dürften dann die 3,3 sein. Jetzt muss der Kram nur noch funktionieren. Dazu nehme ich mir noch mal ein Multimeter dazu. Mal schauen, ob wir damit dann auch noch irgendwie was Sinnvolles messen können. Und am Ende wirklich 3,3 Volt rauskommen. Oder wahrscheinlich aktuell weniger, weil wie gesagt, Current Limit ist noch drin. Die CPU ist ja schon aufgelötet. Das ist im Übrigen nicht, wie man normalerweise misst, aber normal kann ja jeder. So, Schraube ist da. Jetzt muss ich noch mal gucken, so müsste das gehen. Das heißt, wenn ich hier mein Multimeter hinlege, denkt euch das mal andersrum. Ich drehe es gleich auf der Kamera. Wenn ich die hier zusammenhalte, dürften wir die 5 Volt messen. Ja, 4,9 irgendwas. Wenn ich hier hingehe, dürften wir wieder hier Netzspannung haben. So, was haben wir? Wir haben 4,1 Volt. Hinter der Diode haben wir noch 3,4 Volt und am Ausgang auf der 3,3 Volt Seite haben wir aktuell 2,8 Volt. Okay, drehen wir das Current Limit mal ein bisschen hoch. Schauen wir mal, wie es jetzt aussieht. Ich würde sagen heller. Dann haben wir 4,8 Volt am Eingang. Jo. Hinter der Diode haben wir 4,1 Volt noch übrig und auf der 3,3 Volt Seite 3,4 Volt. What? Ein bisschen mehr als erwartet. Warum? Ich bin etwas verwirrt. Da sollte nur 3 Volt rauskommen. Wir wissen auf jeden Fall, dass der Kram schon mal soweit klappt. Jetzt ist die Frage, klappt es auch mit USB-C? Kriegt das Kabel Kontakt und gehen meine Lampen jetzt an? Wenn ja, bin ich glücklich. Und? Wird ein paar Mal geblinkt und ist dann ausgegangen. Okay. Device not accepting address. Ja, kein Wunder. Ach so, Moment. Haha, never mind. Das kann jetzt natürlich sein, weil wir haben die Datenkanäle ja durchverbunden zur CPU und die ist noch nicht programmiert. Jetzt kann es sein, dass mein PC sich sagt, da ist etwas, aber das spricht nicht mit mir, also machen wir den Strom mal aus. Dann holen wir mal eine Powerbank stattdessen, was die dazu sagt. Powerbank an und das sieht nach Nein aus. 5 Volt gehen raus, aber hier kommt nichts an. Dann haben wir wohl wahrscheinlich keinen Kontakt auf der 5-Volt-Seite. Oh hi, oh hi, oh hi. Was war das denn hier? Ich wollte hier gerade die Spannung messen und... da ist ein Pin nicht verlötet. Okay, das kriegen wir wohl hin. Da hat es wohl den äußeren Pin nicht ganz gelötet. Die hinteren Pins sitzen tatsächlich alle zu hoch und sind alle nicht verlötet. Das kriegen wir hin. Ich gehe mal gerade zum Mikroskop. Das haben wir gleich. Okay, Fehler kind of gefunden. Hier hinten, bei den hinteren beiden Laschen, die außen sitzen, da geht jeweils noch ein Steg nach innen. Ja, mein Loch ist zu klein im Footprint. Das hat ein bisschen aufgesetzt, deswegen hat es hier hinten leider nicht verlötet. Ich habe es jetzt nochmal nachgelötet. Mit Glück klappt das jetzt. Also probieren wir das nochmal. Das tut nichts. Achso, ja, okay. Powerbank einschalten könnte helfen. Nummer 1, Strom kommt. Und umgedreht, Strom kommt. Sehr schön. Das heißt also, das Problem haben wir schon mal gelöst. Ich schätze, die Buchse hat ausreichend Kontakt jetzt. Schauen wir mal, was der hier sagt. Was interessiert mich denn? Mich interessiert im Prinzip alles an Spannung. Aber primär die 3,3 Volt.
Jetzt schauen wir mal, was jetzt rauskommt, wenn wir, wo ist mein USB-Kabel hin, das einstecken. Eben hatten wir ja 3,4 und jetzt haben wir 3,4. Strange. Konsistenz zu hoch. Na gut. Mal direkt am Cap messen. 3,4. Interessant. Wow. Achso, Powerbank ist ausgegangen, zu wenig Last. Was war denn am Eingang? 4,1. Eventuell, dass der Eingang durch die Diode zu klein ist. Na gut, 3,4 ist aber auch noch gerade so in der Spec für hier den sein. Hoffen wir, dass er das aushält. Sonst muss ich mal gucken, ob ich eine andere Diode finden kann, denn die hat auch einen Spannungsdrop von 700 mV sogar. Ja, okay. Ich denke, damit ist dann schon mal geklärt, dass die Diode ersetzt werden sollte. Aber gut. Rein theoretisch müsste der jetzt unter den Lebenden sein und irgendwas tun. Irgendeiner von hier den Ports ist Programmierung. Das heißt, da müsste ich dann so einen ST-Link dran kriegen. Mit Glück lässt sich der Chip dann ansprechen. Also, gucken wir mal. Der J9 ist mein Programmierport. Das heißt, da sollten wir eventuell uns mal was drauflöten. Dann geht das wahrscheinlich deutlich besser, da was zu machen. Haben wir auch ein Pinout hier. Der erste ist 3,3 Volt. Okay, der letzte ist Ground. Das kommt hin. Dann gucken wir mal. Der erste ist 3,3 Volt. Der letzte ist Ground. Dann haben wir noch Data und Clock. Also SWDIO und SWCLK. Der DIO ist in Richtung von VCC, das heißt Clock ist in Richtung von Ground. Und hätten wir da schon mal die Pins, so wie wir sie brauchen. Dann müssen wir sie nur noch an einen ST-Link dran bekommen. Ich habe hier so einen Klon davon, der müsste noch funktionieren. Dann brauchen wir noch von dem den Pin-Out. Ach, das ist sogar aufgedruckt, das ist natürlich sehr praktisch. So, muss der Kram nur noch funktionieren. Ich bin mir nicht sicher, ob das jetzt die richtige Software ist. Es heißt einfach nur ST-Link GUI. Ich habe jetzt gerade nicht zur Hand, wie die Binary auf die Konsole heißt. Aber gucken wir hier mal. Connect F3XX. Das sieht gut aus. STM32F3 ist auf jeden Fall die Kiste. Wir haben einen Quad, wir haben eine Flash-Size, eine RAM-Size. Das heißt, der hat das Ding auf jeden Fall schon mal erkannt. Und ja, Speicher leer, das ist soweit klar. Gut, dann würde ich sagen, ich fange mit Arduino an, einfach weil Arduino kenne ich. Mit Glück. Man kann zumindest schon mal prüfen, dass das funktioniert. Also schauen wir mal, ob wir hier weiterkommen. Natürlich habe ich kein STM32 installiert, das wäre ja auch zu einfach. Ja, dann machen wir das erst noch. Also gucken wir mal, ob wir das auf die Schnelle hinbekommen. File, Preferences und bei den Additional Board URLs tragen wir das von der Webseite ein. Okay, dann Boards, Board Manager, STM32. Jo, das hätte man gerne. Dann STM32, Generic F3 Series, das klingt gut, was können wir auswählen? Generic F300, super, die gibt es noch in verschiedenen Varianten. Na toll, es gibt keinen 302C. Und das Scrollen geht auch nicht, weil das kaputt ist. Ach, you gotta love this. Dann wollen wir einfach mal ein R8. Könnte auch C8 gewesen sein. Na gut. UART-Support, USB-Support. Why not? Mal Generic Serial. Und Upload-Methode SWD-IO. Dann schauen wir erstmal hier, ob wir einen Blink hinbekommen. STM-Cube-Programmer not found. Ja, yeah, danke. Und direkt mal 250 MB. Typische Größe für etwas, um einen Mikrocontroller zu programmieren. Also, ich weiß nicht, ich finde sowas immer affig, wenn ein Programmiertool 250 MB hat. Also, wir können gerne mal nachgucken, wie viel AVR-Dude oder sowas hat. Ich habe die dumpfe Befürchtung, das ist deutlich weniger. Ihr seht es jetzt nicht, aber das Ding startet tatsächlich die GUI-Installation und versucht mit der Maus auf Next zu klicken, was nicht funktioniert hat. Oh.
Ich weiß schon, warum ich diese Software normalerweise nicht nutze. Wieso muss ein Programmierer eine GUI haben? Können wir den starten? Nochmal die AGB bestätigen, weil einmal reicht nicht. Please upgrade Firmware. Sollen wir es riskieren und bei diesem nachgemachten Ding mal die Firmware aktualisieren? Hier, Firmware Upgrade. Das klingt richtig. ST-Link V2. Io, open in Update Mode. Ah, jetzt hat es funktioniert. Einmal ausstecken, einstecken. Aktuelle Version 17 irgendwas. Neu 42 irgendwas. Jo, gut, dann machen wir mal ein Upgrade. In der Hoffnung, dass das Ding überlebt. Wie gesagt, das ist ein sehr günstiger Nachbau, aber im Prinzip ist ja nichts weiter dabei. Okay, sieht gut aus. Die Version wird jetzt zumindest mal angezeigt. Jetzt würde ich gerne hier raus. Da gibt es aber keinen Close-Button. Okay. Nochmal ausstecken, einstecken. Hilft ja immer. Connect. Old Firmware, please upgrade. Ach Mann, lassen wir das. Dieser Q-Programmer wird mir zu dumm. Können wir hier... Da ist die Binary-Datei. Die ist da bestimmt noch da und dann können wir das mit irgendeiner anderen Programmiersoftware, die nicht so picky ist, da programmieren. Connecten wir nochmal. Reading Memory, okay. Open. Okay, die Bin-Datei hat er auch geladen. Hier steht mal was drin. Dann schreiben. Flash klingt gut. Flash klingt gut. Flash. Write at address. Aber es hat funktioniert. Ha! Meine Hardware klappt. Hooray! Wir können schon mal eine LED mit Arduino ansteuern. Soweit, so gut. Vom Timing her scheint es auch zu passen. Blöde Frage. Mal testen wir direkt mal. Geht USB auch? Gucken wir mal, ob hier was passiert. Das ist der ST-Link von eben. Ich stecke jetzt mal USB hier ein und... Nee. Kein Gerät auffindbar. Andersrum. Kein Gerät auffindbar. Okay, USB geht nicht. Und welp, da habe ich doch tatsächlich schon den nächsten Designfehler gefunden. Ich habe die USB-Leitungen hier einmal über den Weg hier oben und dann zwei Widerstände auf die USB-Leitungen von der Buchse gelegt. Was ich dummerweise vergessen habe, das ist ein Pull-Up. Der USB-DP, der braucht einen Pull-Up, 1,5 Kilo-Ohm gegen USB-DP. Und kurzer Blick hier, Application Note 4879 USB bei STM32. Hier können wir mal reingucken. Es gibt teilweise einen Embedded Pull-Up für USB-DP. Aber wenn wir mal hier gucken, STM32 F302B, das ist der, den wir haben. Da steht ein Nope. Also müssen wir wohl oder übel hier die Nummer 2 beachten. To be compliant with the specification, USB DP Plus Pin must be pulled up to a voltage in the 3 Volt bis 3,6 Volt Range mit einem 1,5 Kilo Ohm Widerstand. Es heißt dann wohl, ein Botch muss her. Dann versuchen wir uns mal. Hier müssen wir hin. Gehen wir mal in den Flash-Modus und gucken, was da passiert. So rum nix. So tut sich da etwas. Yes! Ein Bootloader. Okay, der Bootloader kommt hoch. Ich kann mit dem Ding sprechen über USB. Das heißt, wir können jetzt mit dem Ding hier USB reden. Wenn wir einen Bootloader haben, können wir es auch ansprechen. Lasst mal gucken. Und ja, jetzt, wenn der USB funktioniert, setzen wir den nochmal hier in den Programmiermodus, das heißt Switch 2 drücken, das ist der Boot 0, dann Switch 1 für Reset einmal kurz drücken, beide loslassen, wir sehen, die LED leuchtet jetzt nicht mehr. Das heißt, er ist jetzt in Reset gegangen und in den Programmiermodus gestartet, das Programm von vorher läuft nicht mehr. Wenn ich das haben wollen würde, müsste ich einfach nur einmal resetten. Aber wenn wir im Programmiermodus sind, sollte die USB-Verbindung da sein. Und wenn wir hier auf dem PC mal gucken, ich bin hier wieder in Arduino, habe wieder einen Beispielcode geladen, der ein bisschen was anderes macht. Und was wir jetzt machen können, ist hier entsprechend auf DFU umsetzen. Auch dafür muss der STM32 Cube Programmer installiert sein. Aber theoretisch müssten wir jetzt in der Lage sein, hochzuladen, weil jetzt haben wir ja nicht diesen ST-Link-Nachbau dabei. Und wenn wir gucken, jo, Erasing Sector,
Download in Progress. Die Daten werden jetzt entsprechend draufgespielt und jetzt haben wir hier unseren Code, der angeblich was machen soll, aber aktuell sieht das alles sehr weiß aus. Auf der Kamera sieht man aber tatsächlich, dass da ein bisschen was ist. Also offensichtlich klappt's. Ich glaube, dass hell ist, weil bei mir die Pins umgedreht sind. Mal 95, achso, ja. Erst Programmiermodus, das könnte helfen. Dann sollte das auch theoretisch funktionieren, so oder so. Wir sehen, Upload per USB klappt. Das heißt, ich kann jetzt hier ohne, ja genau, ohne irgendwas anderes hier das programmieren und ja, so hier das Ding nutzen. Ich denke, an der Stelle können wir das Video auch beenden. Das, was ich vorhatte, funktioniert. Ich habe jetzt hier meinen ganzen CPU-Teil, der offensichtlich läuft. Ausgaben klappen. Ein USB klappt und das ist etwas, was mich sehr gewundert hat, dass es mehr oder weniger beim ersten Versuch funktioniert, weil ich glaube, das ist das erste Gerät, wo ich selber wirklich USB mal als Client benutze oder zumindest als Board. Es sind ein paar Fehler drin. Den USB-Pull-Up, der fehlt, den hatte ich ja schon erwähnt. Ich bin mir noch nicht so ganz sicher, was mit dem LDO hier los ist, warum der eine zu hohe Spannung ausgibt. Ich habe mal die Diode getauscht, weil ich dachte, da dran lägst, aber anscheinend reicht das auch noch nicht. Muss ich mal gucken, vielleicht, dass wirklich hier der LDO einen weg hat oder so ein Spaß. Es ist noch gerade so in der Spezifikation, also erstmal lasse ich es so. Und ja, STM32 läuft, ich kann programmieren und damit wäre dann hier der erste Block von meinem Kabeltester auf jeden Fall mal benutzbar und tut offensichtlich, was er soll.